Was geht, Amiga und Schildchen? Herzlich willkommen zur Bestrafung der vorletzten Challenge Strike Folge. Da, wo ich. Was habe ich verloren? Schiffe versenken habe ich verloren. Ja, ich habe Schiffe versenken verloren. Und die Bestrafung, die Pein für die Niederlage, ist der Ropeway Simulator 2014. Beziehungsweise Seilbahnsimulator 2014. So, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, man hört schon eine wunderbare, betörende Elektromucke im Hintergrund, ja, wunderschön. Und man sieht auch direkt im Titelbild, worum es sich bei diesem Spiel handelt, falls man es im Titel noch nicht lesen konnte. Seilbahnen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir kaum einen langweiligeren Simulator als den Seilbahnsimulator vorstellen, denn was zum Fick ist interessant an Seilbahnen? Das ist fast schon so ein Fetisch wie Eisenbahn. Ich weiß nicht, was... Ich will hier, ne, niemanden hier irgendwie für seine Interessen verurteilen, aber was zum Teufel ist bitte schon interessant an Eisenbahnen, ja? Eisenbahn finde ich persönlich so unfassbar uninteressant. Genauso verhält es sich auch mit Seilbahnen, ja? Gut. Einstellungen sind aufs Maximum. Ja, wir können natürlich gerne direkt mit einem neuen Spiel starten. Ich bin gespannt, was mich erwartet, was wir hier machen können, ob wir auch durch die Gegend fahren können, wie bei diesen ganzen anderen Simulationen von Astragon. Ja. Warte mal. Ach so, es gibt zwei Szenarien. Einmal Winter und einmal Sommer. Ich gehe mal davon aus, dass der Sommer deswegen herausfordernd ist, weil man ein festes Budget hat, mit dem man auskommen muss, weil man ja im Winter, ne, weil die Einnahmen im Winter fehlen von den Leuten, die eben die Seilbahn benutzen. So, aber wir starten natürlich mit dem Leichenszenario. Den Sommer, den werden wir eh nie erleben, denn ich werde diese Bestrafung nur so lange hinter mich bringen, bis ich es geschafft habe. Wollen Sie eine Einführung über die Hauptfunktion bekommen? Wäre jedenfalls nicht schlecht. Der Kompass hilft Ihnen, sich auf der Karte zurechtzufinden. Er zeigt nicht nur, wo Norden ist, sondern in welche Richtung der nächste Missionsort befindet. Okay, das dachte ich mir schon. Über diese Schaltfläche rufen Sie das Menü zum Bauen der Seilbahn auf. Diese Funktion wird aktiviert, sobald Sie ein Gebiet starten. Okay. Ach, das da unten. Okay, damit kann ich eine Seilbahn bauen. Interessant. So. Über diese Schaltfläche gegangen sind ins Forschungsmenü. Ah, Verbesserung. Kennt man ja. Da fällt mir mal direkt Age of Empires ein. Da kann man immer erforschen und Verbesserungen freischalten. Über diese Schaltfläche rufen Sie ein Fenster für Ihre Aufnahme der Kredite auf. Okay. So, was haben wir hier? Statistiken wahrscheinlich. Ja, ja, war mir klar. Was ist das hier? Okay, das sind Finanzstatistiken, das sind normale Statistiken. Gut. Über diese Schaltfläche rufen Sie die Übersicht all Ihrer Gebäude und Bahnen auf. Aha. Okay, und das ist die Übersicht meiner aktuellen Missionen. So. Was haben wir hier? Was? Ach, das hier. Das ist die Nachrichtenfenster. Statusaktualisierung, bla bla bla. Was ist das hier? Wieso gelangen Sie zurück zur Übersichtskarte? Das ist, wo Sie sich wahrscheinlich gerade befinden. Was heißt wahrscheinlich? Das müsst ihr doch wissen, ob ich mich da gerade befinde. Ihr habt das Spiel programmiert. Die Schaltfläche wird aktiviert, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden. Gut. Alles klar. Das ist eines der Gebietssymbole. Mit einem Klick darauf bekommen Sie Informationen zu dem ausgewählten Gebiet und können es gegebenenfalls betreten. Das war also die Einführung. Gut, dann fangen wir doch direkt mal bei Plog an. Wollen Sie eine Einführung über das Gebietsmenü bekommen? Ja, komm, machen wir mal schnell, bevor ich nachher gar nicht weiß, was geht. Ah ja, alles klar, das ist der Hauptmissionsfortschritt. Sehen Sie allgemeine Statistik vom ausgewählten Gebiet. Die Schaltfläche, betreten Sie das Gebiet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hinein ins fröstelnde Land. Wollen Sie eine Einführung zur Kamerasteuerung haben? Das sollte sicherlich nicht so schwer sein. So. Willkommen in Ihrem ersten Gebiet! Sie haben den Seilbahnbetrieb Ihres Onkels Bob geerbt. Voll geil. Der letzte Wunsch des entfernten Verwandten ist, dass Sie seine Firma übernehmen und ihr zu neuem Erfolg verhelfen. Das ist quasi fast die gleiche Story wie bei Harvest Moon. Bei Harvest Moon kommt man auch immer auf einen Bauernhof, der uns immer irgendwie vererbt worden ist. Oder wir kommen dahin, weil wir einen Gedächtnisverlust haben und wir müssen dem dann wieder auf die Sprünge helfen. Gut. Egal, was für eine Story. Das Gebiet soll für Wintersport und soll für Wintersporttouristen vorbereitet werden. Öffnen Sie den Baumodus und bauen Sie eine Seilbahn zur naheliegenden Skipiste. Aha,
Okay, hiermit kann ich scrollen. Gut, das ist die Skipiste. Oh, sieht ganz nice aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber Bock, ziemlich Bock, mal wieder Skifahren zu gehen. Ich kann das tatsächlich auch, Skifahren. Snowboard fahren kann ich allerdings nicht. Ich habe damals mit meinem Vater zusammen Skifahren gelernt. Snowboard fahren war allerdings, finde ich persönlich sehr viel cooler. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Bin so der klassische Skifahrer. Allerdings bräuchte auch ich sicherlich ein, zwei Tage, bis ich mal wieder so richtig drin bin. Das war jetzt auch schon ewig her. Und das ist ja so eine kleine Skihütte, wo man sich so ein richtig geiles Bierchen in der Wintersonne genießen kann. Oder einen schönen Kaffee. Boah, voll geil. Man kann sich so richtig da reinversetzen. Wenn man jetzt da sitzen würde, denkt sich so, alles gleich schnell, wollen uns die Skier wieder runter. Mit den Dingern hier wird man vermutlich nicht fahren können. Dafür gibt es ja den Skipisten-Simulator. Und wir bauen jetzt eine Seilbahn. So, da gibt es bestimmt auch wieder... Aha. Hier gibt es wahrscheinlich ein Häuschen. Okay, wir fangen mal hier an. Wollen Sie eine Einführung zum Ausfall und Bau der Bahn bekommen? Aber gerne doch. In diesem Bereich wird der Beschreibungstext der aktuellen ausgewählten Situation angezeigt. Fixe Sesselbahn. Heißt das jetzt, die ist fix gebaut oder die ist einfach nur schnell? Keine Ahnung. Hier wird der Name der aktuellen Blabla. So, in diesem Bereich sehen wir die wichtigsten Daten wie Preis, Geschwindigkeit und Sitzplätze pro Gondel. Ah, das ist ein Sessellift. Ich hätte aber gern so einen Tellerlift. Gibt's nicht? Kann ich nicht auswählen? Tellerlifte sind der größte Shit vor dem Herrn. Das, was ich damals in der Skischule lernen musste, war, einen Tellerlift zu benutzen. Sich da vorzustellen und sich den unter den Arsch zu klemmen nachher. Ich habe mich da so oft auf die Schnauze gelegt, das ist der Wahnsinn. Also, Lifte sind echt gemein. So, also, Station platzieren. Wollen Sie eine Einführung zum Pylonenplatzierungsmenü bekommen? Von mir aus. In diesem Bereich wird er, ja, alles klar, da sind die Kosten, bla bla. Wie gesagt, hier können Sie einen weiteren Pylonen setzen. Kleiner Tipp, setzen Sie und konfigurieren Sie erst die beiden Pylonen direkt an den Stationen. Okay. Okay, hier ist jetzt unsere Seilbahn. Wie baue ich denn jetzt eine Pylone? Ah, okay, das ist jetzt quasi die Seilbahn. Ah, hier kann ich auch drehen. Alter! Sag mal, so wie ich das sehe, geht das Seil voll durch den Berg durch. Ja, das sieht man, weil es rot wird. Ne, hier? Ne, doch nicht. Das geht so ganz knapp am Felsen vorbei, wie man das sieht hier. Aber da müssen auf jeden Fall Pylone hin, weil das kann man sau schlecht erkennen, ob das Seil unterm Berg ist oder nicht. Na egal. Okay, bauen. Die Bahn kann so nicht gebaut werden. Ja, ja, ich würde aber gerne wissen, wie ich die Pylonen hochsetze. Wollen Sie eine Einführung zum Justieren der Pylonen haben? Ja. Okay, in diesem Fenster können Sie den Pylon anpassen. Rote Seile bedeuten, dass sie nicht konstruierbar sind. Sprich, die Seile sind zu lang, nicht hoch genug oder die Einfallswinkel an den Pylonstationen sind zu hoch. Zusätzlich wird noch ein Hinweis über den Seilhalten gezeigt. Okay, in diesem Schieberegler können Sie die Höhe des Pylonen einstellen. Rollenbiegung, alles klar, Rollenwinkel, neu positionieren, alles klar. Okay, da wir sehen, dass der definitiv so nicht machbar ist, müssen wir den neu positionieren. Heißt also, wir packen den jetzt einfach mal dahin, so. Aber der hat gesagt, ich soll erstmal einen hier vorne machen. Ist das denn nur die Zugmaschine hier? Das ist mega schwer zu checken irgendwie. Okay, wir setzen mal hier einen hin. So, jetzt pass auf. Höhe. Okay, da ist der Winkel ist zu steil. Okay, Rollenbiegung. Nee, so geht's auch nicht. Alter, what the fuck? Was bringt einem denn die Rollenbiegung? Ah, okay. Heißt also, wenn die so über so ein... So hoch fährt, dann wieder runter. Alles klar. Oder wenn die durch so ein Tal durchfährt. Okay, macht Sinn. Okay, so wie ich jetzt gerade die Pylone gesetzt habe... Rollenwinkel? Ah. Ah. Okay. So funktioniert's.
Aber die Höhe von dem Ding kann ich nicht setzen, ne? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Rollenbiegung noch... Aha. Drehen die sich auch schon? Nein. Okay, alles klar. Speichern. Geil! Ah, die funktioniert noch nicht. Ich muss noch eine zweite setzen. Oh, ich hätte die vielleicht ein bisschen weiter oben setzen sollen, wa? Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen. Aber hier... Stahlröhrenpylonen. Die kann ich nicht höher setzen. Gut, die Leute müssen ja auch irgendwie einsteigen, ne? Macht Sinn. Oder? Ja, doch, doch. Das macht natürlich Sinn, dass die Leute da unten auch einsteigen müssen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wir werden den jetzt erstmal noch neu positionieren, denn der sitzt ja viel zu weit vorne. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den nicht sogar schon sogar in die Mitte hier packen. Oh, nee, ich glaube... Alter, ist das eine Strecke. Kranker Shit. Wir packen die, glaube ich, mal hier hin. So, da ist gut. Können wir die Höhe machen? So. Siehst du? Es geht nämlich. Da, guck. Oh! Das hängt zu weit auseinander, wa? Interessant. Okay. Speichern. Dann muss ich aber noch einen Pylon machen. Boah, Wahnsinn. Okay, dann wahrscheinlich hier. Höhe. Jetzt muss ich den Winkel wieder anpassen. So. Und die Rollenbiegung etwas. Fuck, da ist der Winkel zu groß. Ah! Egal, macht ja nichts. Das kann man ja alles, das kann man ja alles machen. Speichern. So, jetzt machen wir noch einen Pylon. Den setzen wir dann hier hin. Dahin. So. Ich kann da so viele Pylonen setzen, wie ich da Bock drauf hab, wa? So. Muss ich mal kurz gucken. Da oben ist ja schon die Dingens. So. So klappt das. Okay, aber ich krieg da den Dingens nicht raus. Shit! Warte mal. Da! So! Jetzt fehlt mir da wieder was. Egal. Wir setzen einfach nur einen Pylon. Was kostet mich denn jeder Pylon ein? Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Ah, ich kann so viele Pylonen setzen, wie ich Bock hab pro Dings. Ist ja voll easy. Das ist ja gar kein Stress hier angesagt. So, warte mal. Jetzt muss ich das Ding nochmal dingsten hier. So. Rollenbiegung. Alter, shit, ey. Wie mache ich das denn? Das ist ganz schön, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz schön tricky, so ein Ding zu setzen, ne? So, wenn wir jetzt die... So. Ah, das ist nicht hoch genug. So. Okay, warte mal. Ey, das ist mega tricky einfach nur, das hier hinzukriegen. So. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Weil das Seil dann da nicht richtig auf der Rolle drauf ist. Was heißt denn das? Ah, das heißt, dass das nicht hoch genug ist. Muss ich also die Höhe noch höher machen? Ah, warte mal. Jetzt können wir natürlich hingehen. So. Und die Rollenbiegung anpassen. Nochmal. Ja, das sollte doch voll easy sein, so, oder? Warte mal. So. Alter, was ein Gefuckel, ey! Ja, man sieht, ich habe noch nie eine Dingens gebaut. Das ist ja so ein Bullshit! Boah, wow. Krasser Shit, Alter. Und jetzt, da unten muss ich das Ding dann auch anpassen. Ah! Wie ma... Aber die kann ich nicht, ne? Ne, jetzt bin ich wieder bei 1, 2... Warte mal, kann ich hier die Rollenbiegung? Wow. Sobald ich hier auch einmal was anpasse, muss ich alles andere auch an...
an Dingsten, ey. Das bringt nichts, den muss ich höher machen. So. So, okay. Jetzt stimmt bei 2. Ah, bei 1 stimmt's, bei 2, bei 3, bei 4. Jetzt muss ich nur die Wichse hier noch hinkriegen. Machen den einfach ein bisschen tiefer. So, warte mal, stimmt's jetzt bei 3 noch? Natürlich stimmt's jetzt bei 3 wieder nicht mehr. So, okay. Warte, ich mach einfach noch einen Pylon. Ich mach jetzt einfach hier hin. So, fuck off. Machen wir jetzt einfach ganz easy. So, wie sieht's da aus? Alles klar, der passt. Bisschen Rolle biegen. Bisschen Winkel. Ja! Oder? Ja! Speichern! Bauen. Möchten Sie die Bahn fertigstellen? Für die Bahn werden Baukosten von 2078 Euro veranschlagt. Ach so, das also kostet mich doch jeder Pylone mehr. Höheneinstellungen, Gesamtkosten. Ah, da unten, die summieren sich natürlich. Ja, komm, fuck off, die bauen wir jetzt einfach. Ganz easy, ey. Habe ich gerade einen kleinen Applaus gekriegt, voll gut. Oh, meine Haare, ey, die sehen ja voll strange aus. So. Alter. So, okay, also. Unsere Bahn. Stationsname. Fixe Sesselbahn. Die heißt jetzt, Highway to Heaven. So, alles klar. Gondellackierung. Alter, was man hier alles einstellen kann. Da machen wir jetzt aber natürlich mal schön Pizza mit Grün hier. Gibt's kein Pizza mit Grün? Nein. Es gibt nur so ein total olles... Alter! Nicht das Spiel minimieren. So. Okay. Ja, komm, wir machen die mal ganz bunt. So, alles klar. Fertig. Verbesserung. Gibt's nicht. Okay. Gondelfahrt. Öffnen. Geil, wir können mit der Gondel fahren. Wie fett. Dann können wir uns umgucken. Geil. Ah, da fuhr einer. Weißt du, was mir so ein bisschen fehlt? Die Leute. Mir fehlt so ein bisschen die Leute, die hier irgendwie, da. Hier mit den Dingern fahren. Boah, guck mal, schön in die Sonne hineinfahren. Voll geil. Ah. So. Ja. Finde ich ganz schön. So, und dann da oben. Guck mal, da sind sogar Lichter. An der Hütte hier. Wie geil. So, haben wir unsere erste Fahrt mit unserer eigenen gebauten Gondel gemacht. Ich glaube, das wäre sicherlich auch anders machbar gewesen. So, ich will jetzt einmal im Kreis fahren, dann bauen wir die nächste. Und im Prinzip zielt... Ich habe einen Namen generiert, oder? Ausgaben, 50 Cent. Was? Okay. Komm, jetzt komme ich hier unten an. Jetzt theoretisch gesehen steige ich hier aus. Ja, jetzt kann ich ja theoretisch mit der Gondel wieder zurückfahren. Guck mal, wie schön. Da unten ist der Skiort. Okay, flimmert alles minimal, aber... Geil, also das finde ich schon ganz cool, dass man mit den Dingern fahren kann. Hat schon was Majestätisches, ne? Ich finde, das macht schon, da hat man schon Respekt vor, wenn man da so mit auf so einer 30 Meter hohen, mit so einem Pylonen lang fährt. Ich finde, die sieht cool aus, die Bahn. Haben wir gut gemacht. Da unten, Mannequins! Wieso haben die keine Skier an? Da sitzt auch einer drin. Geil. So, und jetzt? Es wird eine Seilbahn für die Skipiste benötigt. Welche? Für die hier? Okay, Baumodus. Ach so, für die brauchen wir jetzt auch eine. Na gut, immerhin. Na gut, dann bauen wir noch eine. Aber wieso kann ich dir keine andere bauen? Kann ich nicht irgendwie hier, ja. Kann ich nicht hier irgendwie... Wollen Sie einfach eine Forschung starten? Ja. Seilbahn. Ich möchte... Ja, ja, Forschungskategorie. Hier wird die Kategorie Name angezeigt. Die neu erforschten Bahnen können sofort gebaut werden. Die restlichen Kategorien stehen als Ausbauten für Ihre Bahn und Gondel zur Verfügung. Mit diesem Schieberegler stellen Sie den wöchentlichen Forschungsbetrag für die einzelnen Forschungskategorien ein. Hier wird... Ja, bla bla.
Einseilumlaufbahn. Motorseilkran, Warentransport, Schienenbahnen, Gondelverbesserung, Sitzbänke, Teppichbezug, Stationverbesserung, schallgedämmt. Ey, die haben auf jeden Fall an alles gedacht, muss ich sagen. So, wir packen mal 10 Euro pro Tag. Was ist das Maximum? 50 Euro. Ach, scheiß drauf, wir spielen das Spiel sowieso nie wieder. 50, wir packen jetzt einfach 50 Euro pro Tag volle Möhre in Seilbahnen rein. Und Gondelverbesserung auch nochmal 50 Euro. 25 Euro pro Tag. So, alles klar. Dann dürfte ja gleich schon die nächste fertig sein. Währenddessen kann man sich das Skigebiet eigentlich mal angucken, wenn man sieht hier. Ah, okay. Hier gibt es jetzt nicht so viele Pisten, aber dafür gibt es ja verschiedene Gebiete. Hier oben ist eine Burg. Was kann man denn damit machen? Nicht im Besitz. Ein beliebtes Touristenziel. Einsturzgefährdet und geschlossen. Einnahmen pro Besucher. 8,10 Euro. Kostet 3.280 Euro. Kaufen. Ja. Geil. So. Instand gesetzt und geöffnet. Basiszufriedenheit. Ah, okay. Das bedeutet natürlich... Oh, nee. 6.000 will ich jetzt aber nicht ausgeben. Ah, das Ding gehört jetzt mir. Finde ich voll geil. Hier unten ist der Skiort. Den ganzen Hotels, ne? Da gehen die Leute dann hin. Und fahren dann hier mit der Seilbahn quasi hoch. Ey, scheiße, Mann. Eigentlich bräuchten wir hier auch eine. Ah, man kann hier mit den Autos lang von dann zu den vereinzelten Skipisten fahren. Jetzt frage ich mich gerade, welche Skipiste... Wo ist jetzt eigentlich unsere erste Seilbahn? Ich bin jetzt total bescheuert. Ah, hier. Ah, da oben ist noch ein Skiort. Hier ist ein zweiter. Da ist ein riesiges Hotel. Cool, da laufen sie nämlich. Oh, wir wollen alle Ski fahren, Mama. Fahren die dann auch die Piste runter, wenn die oben sind? Ich würde mal interessieren, was mit den Leuten passiert, wenn die oben sind. Wahrscheinlich gar nichts. Okay. Ja, komm, wir bauen auf jeden Fall hier noch jetzt mal eben kurz so ein Ding hin. Wie sieht es denn in der Forschung aus? Kuppelbare Sesselbahn. Aha, das dauert wohl noch ein bisschen, bis die freigeschaltet ist. Also müssen wir wohl noch so eine standardfixe Sesselbahn bauen. Alles klar. Heißt also, jetzt machen wir wieder hier unsere Dinger hin. Einen dahin. Speichern. Dann machen wir noch einen dahin. Speichern. So. Höhe. Wie sieht denn das aus? Okay. Machen wir das noch die zweite. Die muss ja auch noch höher. So. Nee, das geht nicht. Da müssen wir noch eine... Nein, nicht neu positionieren. Das passt schon. So. Alt! Was? Ah! Nein! Ah! Löschen. So. Ich will noch eine. Hier. So. Da. Höhe. Gott, ist das ein bescheuertes Spiel, ey. Ich meine, andererseits übt das auch eine gewisse Faszination auf mich aus. Ich meine, das ist jetzt gar nicht... Das hat schon sowas von Rollercoaster Tycoon so ein bisschen irgendwie so. So nach dem Motto so, ich muss jetzt hier das hinkriegen, dass die Leute voll zufrieden, Alter, sind. So. Gucken wir mal, das ist jetzt Seilbahn 1. Müssen wir den Rollenwinkel etwas anders machen. So. Dann Nummer 2. Rollenwinkel anders. So, und vielleicht die Bahn etwas krümmen. Vielleicht noch etwas perfekt. Geil. Oh, was machen wir denn hier? Rollenwinkel. Minimal. So. Etwas krümmen. Sollte das nicht so gehen? Nee. Warte mal. Perfekt, oder? Nein, jetzt passt es hier wieder nicht. Boah, das ist ja so ein... Aha, jetzt passt. Jetzt passt es aber da oben. Doch! Nein! Warte mal. So, jetzt. Aber jetzt passt es da oben wieder nicht. Doch, jetzt passt es überall. Speichern. So, bauen. Die Bahn kann so eine... Willst du mich verarschen? Mann, wie? Da geht das nicht. Boah, da muss ich da auch noch einen hinsetzen. Von mir aus. So. Rollenwinkel, volle Möhre nach oben.
So. Passt das? Passt. Passt, sitzt und hat... Du miese Bitch! Ah, der Winkel ist zu steil. Challenge accepted. Dafür haben wir ja die Rollenbiegung in die Richtung. Bam, Junge! In your face, Bitch! Was? Wieso kann die denn so nicht gebaut werden? Ist doch alles fresh. Ah! So, jetzt aber. Bei 3 passt es, bei 4 passt es. Speichern, bauen! Ja. Zack, Junge! Da sind sie schon am Skifahren. Guckt euch an! Voll geil. So, Ticketpreis. Hallo? Was ist denn das Maximum? 4 Euro. Boah, 4 Euro ist schon hart. Was soll das denn so kosten, mit dem Lift zu fahren? Oh, ja, es ist schon nicht billig, ne? Also ich finde so 70 Cent, 1 Euro. Ich finde 1 Euro mit dem... Muss man einplanen. Ich meine ganz ehrlich, also 20 Euro pro Tag für Sessellift ausgeben. Es gibt ja auch diese Steckkarten. Also ich finde hochfahren, runterfahren... Ich finde so 20, 30 Euro pro Tag kann man dafür mal ausgeben, also... So, Stationsname. High in Heaven. So. Bei mir, der Berg ist der Heaven. Der Berg heißt Heaven, deswegen. So. High in Heaven. Voll der Kiffer, ne? Ohne Spaß. Egal. So. Gondellackierung ist mir eigentlich vollkommen Wurst. Alles klar. So, die kostet jetzt 1 Euro. Diese Bahn braucht eine zweite... Es wird eine selber entfernte zweite Skipiste benötigt. Okay. Baumeister Hartwig. Ist klar, so. Hier habe ich noch gar nicht geguckt, was der Ticketpreis ist, ne? Müssen wir mal ganz ehrlich mal eben, die Leute fahren hier nämlich für gratis. Oh, guck mal, hier ist das... Alter, guck mal, wie hoch der Preis geht. Was ist denn der Höchstpreis hier? 6, 7, 8. 7,80 Euro. Kommt wahrscheinlich auf die Länge der Piste an, schätze ich mal, ne? Ich finde, hier sind 2,50 Euro. Mama, 3 Euro. 3 Euro sind für völlig in Ordnung. So. Ich will auch mal Einnahmen kriegen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mal gucken wir mal. Ja, der Lift ist schon sehr lang, im Gegensatz zu dem hier, ne? Das stimmt schon, muss man sagen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber jetzt gucken wir mal in die Forschung rein. Ey, ich habe eine neue Seilbahn erforscht. Hundertprozentig. So, hier sollte jetzt eine neue Eisen-Dingens hin, ne? Ah ja, eine für 2 Pisten. Okay. Schlepplift! Kuppelbare Sesselbahn. Geil! Ah, der Schlepplift ist ja der, wo man sich dran festhält, ne? Der, wo man sich so mit einer Hand dran festhalten kann. Die fand ich auch immer scheiße. Kuppelbarer... Boah, aber komm, ey, nicht für so eine kleine Mini-Kack-Dings. Die ist ja auch arschteuer. Machen wir einen Schlepplift. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur einmal hochziehen und fertig ist die Kiste. Da reicht wahrscheinlich auch ein Pylone. Hier. So, einmal Rollenwinkel anpassen. Zack. So, hier. Müsste das Ding doch eigentlich schon stehen, oder? Oh. Oh. Neu positionieren, scheinbar. Alter, so von nah sehen die Strecken doch länger aus, als ich dachte. Ja, nee, kann ich hier nicht hinsetzen, oder wie sieht das aus? Doch, kann ich wohl. Nee, so nah will ich aber auch nicht. So. Okay, das passt. Speichern. Dann brauche ich noch einen Pylon, am besten dahin. Ja, die Seile wahrscheinlich auch anders. Boah, voll die Wissenschaft für sich, ey. Das müssen wir nochmal kurz zurück zur... Ah, das passt. LOL, Alter, wie viele Pylonen brauchen wir denn dafür? Crazy shit. Das sind wohl ein paar mehr. Muss ich den wohl hier hinsetzen. Speichern. Nächster. Dann wahrscheinlich jetzt hier einen hin. Mal eben kurz drehen. Nee. Einmal drehen. So.
Ja, okay, das liegt aber jetzt daran, dass das hier... Ey, was? Guck mal, wie viel... Ja, komm. Komm, positionier den doch. Aha. Okay. Da hinten wahrscheinlich fehlt auch noch einer. Speichern. So. Jetzt brauchen wir noch einen. Die Bahn kann so nicht gebaut werden, Mami. Nee, komm. Nee. Ah, jetzt passt es da unten gar nicht mehr. Okay, warte. Kümmern wir uns drum. So, muss einfach nur... Weißt du, das ist ja... Boah, man muss sich voll konzentrieren bei dem Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. So, speichern. Alles klar, jetzt kommt der nächste. Der muss jetzt aber ein bisschen... Ja, warte mal. Nee, nee, da muss ich ein bisschen... Den muss ich ein bisschen drehen. So. Ja, Mann. Ey, der ist viel easier zu... Ah, Höhe. Höhe nicht verfügbar. Ah, das sind halt so Billo-Dinger. Okay, dann muss ich hier noch einen hinbauen. Warte mal, da reicht es doch eigentlich, wenn ich hingehe und die Rolle einfach ein bisschen krümme, oder? Nee, da muss der Winkel, da spielt der Winkel nicht mit. So. Da, so. Ja. Speichern. Bauen. Ach, 952, sei easy. So. Und ich krieg wieder Applaus. Voll geil. Alles klar. Was ist denn hier ein guter Preis? Oh ja, da darf nicht zu dunkel werden. Guck mal so, dass wir hier so in dem Bereich bleiben. So 1,5. Ich finde 1,50 ist in Ordnung. So, Stationsname. Peter. Stinkt. So, alles klar. Gondeln. 44. Sie möchten die Seilbahn-Scheiß abschalten. Nein, ich will die nicht sanieren. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich will. So. Passt. Geil. Alles klar. Am Fuße der Skipiste soll eine Seilbahn entstehen, damit Touristen einfacher zurück zum Campingplatz gelangen können. What? Ach so. Die sollen quasi... Hier ist der Campingplatz? Willst du mich verarschen? Was macht das denn für einen Sinn? Hier unten ist der Campingplatz. Die können doch einfach hier bis hier hochlaufen und dann an die Seilbahn dran. Wofür brauchen die denn hier die Seilbahn? Fixe Kuppelbare. Ja, die ist ja arschteuer. So. Ja, komm, die eine bauen wir jetzt noch. Möchten Sie den Baum? Nein. Wir bauen jetzt noch so ein, Ah, ich kann nur die beiden. Dann bauen wir aber die fixe Sesselbahn. Also, das Ding hier, das ist ja so ein Riesenteil. Das würde ich jetzt eher für richtig, richtig große Strecken benutzen. So, Station platzieren. Ja, kein Ding, komm, die bauen wir noch eben hier. Machen wir schon. Zack. Die muss aber höher. Dann müssen wir die Rolle neigen. Bisschen biegen. Ah, ne, das findet der nicht so witzig. Ich darf es nicht zu sehr machen. Warte mal, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. So, alles klar. Das passt. Ey, das ist ein Wolf! Voll geil. Okay. Kann ich die schon so bauen? Geil, Alter! Auf jeden! Voll fett, funktioniert doch. Easy peasy. Schon die nächste. So, was soll die denn kosten? Ah, ne, das ist zu teuer. Mamba. Ah, wir sind mal nett zu den Camper. Mama, ein Euro. So, Stationsname. Camperglück. So, alles klar. Zack. Bäm! So, was ist jetzt hier der Plan? Es soll eine Einseilumlaufbahn zwischen der nahegelegenen Mine und der Skipiste entstehen. Im Forschungsmittel können Sie diesen selben Typ entforschen. Wohin soll die? Nun soll eine Einseilumlaufbahn zwischen der nahegelegenen Mine und der Skipiste gebaut werden. Oh. Oh, okay. Ja, komm, die eine bauen wir noch. Einseilumlauf. Geil, mit so Gondeln. Wie fett einfach nur. Okay, Station platzieren.
Die sieht ja cool aus, mit so einem kleinen Häuschen auch. Geil. So. Wir müssen aber jetzt so einen Pylonen erstmal machen. Natürlich nicht auf der Skipiste, das ist klar. So, jetzt machen wir mal die Höhe erstmal noch ein bisschen. So, warte mal, wir müssen ja gucken. Ja, die Höhe sollte schon so sein. Dann müssen wir das mal die Rolle ein bisschen machen. So. Und dann krümmen wir die noch ein bisschen. Ja, warte, so. Ja, nein, so war schon... Nein. So. Speichern. Kann ich die schon bauen? Ja, Mann! Möchten Sie die Bahn fertigstellen? Yo! Voll gut. Jetzt muss ich hier noch eine machen. Die Burg soll dann das selber... Ja, komm, ey. Jetzt haben wir die Burg vorhin gekauft. Ich will jetzt erstmal gucken, wie die kleinen Gondeln fahren. Das sieht bestimmt total witzig aus. So, komm, wo ist die? Da! Hier ist die. Guck mal, die kleinen Gondeln da. Da sitzen sogar kleine Menschen drin. Oh, wie süß. Okay, alles klar. Ja, das ist voll geil. Hier ist die Mine. Ah, die Mine gehört mir aber noch gar nicht. Vielleicht sollte ich die erstmal kaufen. Sonst macht das gar keinen Sinn, dass die Leute die Bahn nämlich benutzen. Ja, kaufen, Alter. Auf jeden Fall, Mann. So, was haben wir denn? 6000. Ja, komm hier. So. Die Mine gehört mir nämlich jetzt. Jetzt müssen die Leute auch schön dafür blechen, wenn die da hinfahren. Boah, Seilbahnen sind voll cool. Ich finde das voll geil, wenn das wie so ein Netz überall auf den Bergen dann so aufgebaut ist und die sich dann so über so überkreuzen oder sowas. Das Problem ist leider, dass man die nicht so bauen kann, wie man will. Das wäre viel geiler, wenn das so wie bei Rollercoaster Tycoon wäre, wenn man die hinsetzen kann, wo man will. Dass man so leichte Restriktionen hat, wie zum Beispiel jetzt, dass das Seil zum Beispiel rot ist, weil man da das einfach dann nicht logisch wäre. Aber dass man dann so ein Netz bauen könnte, wo so Gondeln so aneinander vorbeifahren oder so kreuz und quer und so, das sähe bestimmt mega witzig aus. Weil das ist hier irgendwie so ein bisschen so... Ich gucke jetzt erstmal, wie der Preis hier ist. Boah, der ist immer noch grün. Der ist immer noch grün. Ja, 4 Euro finde ich in Ordnung. So, Stationsname, Minenspaß. So, okay, alles klar. Fertig. So, wir kriegen jetzt 4 Euro für diese Gondel, wenn die Leute damit fahren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, ich finde das ganz cool, dass man jetzt so sieht hier so, man hat hier seine ganz eigenen kleinen Gondeln und die fahren auch alle ganz niedlich und was weiß ich nicht alles. Aber man kann es halt nicht so machen, wie man will. Ich glaube, dass das auf Dauer halt recht schnell langweilig wird, weil man eben nicht diese Freiheit hat. Weil man sieht so, ja, bau jetzt hier mal eine hin, bau jetzt hier mal eine hin, bau jetzt hier mal eine hin. Wo ist denn jetzt diese verfickte Burg gewesen? Also das ist schon so ein bisschen so, wo man dann so sagt, so, ja, ist ganz nett halt. Ne? Also ich muss sagen, jetzt weiterempfehlen würde ich es jetzt nicht. Ich finde die scheiß verfickte Burg nicht. Wo ist denn die verkackte Burg? Ja. Burg? Die war doch irgendwo in der Nähe von den... Von den Städtchen, oder? Warte mal, ich drehe mal wieder so. Ich glaube, so ist richtig. Ich finde die Burg nicht. Alter! Wo ist die Burg? Wo ist die Burg? Wo ist die Burg? Ich finde die Burg nicht mehr. Warte mal, ich kann auch einfach hier drauf gehen. Nein. Sehenswürdigkeiten. Ist die Mission begonnen? Nein, Mission. Da. Okay. Ja, aber wohin? Jetzt sehe ich das nicht mehr. Ah! Jetzt aber wo? Nein, ich wollte doch zum. Ich wollte doch zu dem Ereignis hin. Da. Zum Ereignis. So läuft das nämlich. Alles klar. Die scheiß Burg ist nämlich hier oben auf dem verkackten Hügel. Da ist die Burg nämlich. Boah, Alter, voll getan. Ich einfach nicht gesehen habe. So, die baue ich jetzt noch. Die baue ich jetzt noch, aber dann ist wirklich Feierabend, ey. Die eine noch. Was können wir denn bauen? Schlepplift, fixe Sesselbahn. Ach komm, wir hauen jetzt nochmal richtig so ein Oschi hier raus. Scheiß drauf. Die Burg muss ja auch zelebriert werden. Boah, guckt euch das mal an. Richtig geile Station hier auch, wa? So. Den ersten Pylonen bauen wir am besten mal hier hin. Von der Höhe her. Dürfen nur nicht zu steil. So. Jetzt krümmen wir das Ding noch ein bisschen. So in die... Nee. Nee, am besten gar nicht krümmen. Ja, so ist gut.
Okay, speichern. Alles klar, dann brauchen wir noch einen Pylon. Besten hier. Der muss auch hoch. Warte mal, wenn ich jetzt dahin gucke. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Wir müssen jetzt erstmal hingehen, dass wir das Ding hier, den Winkel noch ein bisschen steiler machen. Dann müssen wir aber die Rolle da drunter machen. So ist gut. Speichern. Nein, ich muss jetzt den hier machen. Okay, Rollenwinkel. Ein bisschen krümmen. Ja. So, was ist das denn? Errungenschaft. Geil. So. Speichern. Ah, da fehlt leider noch einer. Ja, okay, ich hab's mir schon gedacht. So. Passt das? Nee, nee, das muss höher. Ja, mindestens so, okay. So, ja, da müssen wir krümmen, das geht sonst nicht. So. Ach nee, das schneidet sich dann wieder, ne? Ah, machen wir es einfach so. Machen jetzt den Rollenwinkel so und krümmen die einfach. So. Noch ein bisschen krümmen vielleicht. Noch ein bisschen so, noch ein bisschen krümmen. Boah, das muss so mega langweilig sein zum Zugucken, weil leckt mich am Arsch. Aber das tut mir echt leid, Leute, aber das Spiel ist einfach so. Da muss man sich jetzt einfach ein bisschen reinarbeiten, ne? So, anders ist das halt. Nicht machbar. So, warte mal. So. Die zweite. Ah, perfekt! Speichern. Bauen. Ja. Bam! Warte mal. Ich hab nicht mehr genug Geld! Ah! Forschung einstellen. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Wie viel braucht die? 2115. Nein! Wir können die selber nicht verbauen, weil wir die verhindern. Okay. Ich brauche einen Kredit. Ja. Darlehen. 10.000. Annehmen. Ja! Okay. Ich will ein Darlehen haben über 100 Wochen von 10.000. Alles klar. Fuck off. So, bauen. Ja! Ja! Nächste Seilbahn gebaut. Mountain View Resort. Ja, und jetzt? Kaufen Sie ein Hotel, um eine Unterkunft für Touristen zu schaffen. Klicken Sie auf das Hotel. Was kostet das denn? Das Hotel kostet 2380. Ja, easy haben wir, Alter. Ja, Mann. So. Hotel ist auch gekauft. Bauen Sie eine Bahn zum Hotel. Cool. Ist natürlich auch nice. Ey, die ist ja mal voll Premium, die Bahn, oder? Und dann können die Leute hier hin, können sich die Burg angucken. Ist ja mega. Guck mal, überall fahren sie schon, die kleinen Dinger hier. Wo haben wir denn noch mehr? Wo ist denn der Rest? Ah, hier ist noch eine. Da ist noch eine. Hier haben wir ja auch schon gebaut. Voll gut, ey. So, also, das reicht jetzt aber an Bestrafung. Leckt mich am Arsch in der Dreiviertelstunde. Jetzt sind wir mal gut hier. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, fand ich gar nicht so unwitzig. Hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin ja so ein Typ, der ich baue ja gerne sowas. Also auch an Rollercoaster Tycoon hatte ich mega Spaß. Damals. Das war mega. Und sowas hier finde ich ganz gut. Allerdings habe ich natürlich zu bemängeln, dass man halt eben nur feste, feste Orte hat, wo man die Dinger bauen kann. Man kann zum Beispiel jetzt nicht von hier bis da unten hin oder so. Aber dafür müssten die dann natürlich auch eine komplette Struktur, Infrastruktur programmieren, damit man auch weiß, wo es sich lohnt, die Dinger zu bauen. Von daher, es ist ganz nett. Das kostete nur ein Zehner, das Spiel. Ja, wer es geil findet, ja, kann man sagen, kann man sich mal geben. Ja, also ist jetzt nicht so arschteuer. Von daher, bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich finde, es war ganz nett. Ich finde, es war jetzt keine Bestrafung an sich. Also, es hätte Peter wahrscheinlich weniger. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich tue jetzt mal so. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so, hat schon Laune gemacht. Ich habe schon wesentlich schlechtere Simulatoren gespielt. Von daher, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, der geilen Schnittchen. Macht euch noch einen schönen Mittwochabend. Und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr nächste Woche Montag um 19 Uhr wieder einschaltet zur nächsten Challenge Strike. Was wir dann spielen,
werden wir dann sehen. Vielleicht packen wir den Tabletop-Simulator nochmal aus. Es gibt ja, das eröffnet einem ja wieder ganz neue Möglichkeiten. Ne, letzte Bestrafung, wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten, ja, war's das von meiner Seite. Und ich sag jetzt einfach, Horido, ihr geilen Stittchen, viel Spaß beim Seilbahn bauen. Tschüss, Biau!